Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins. Und ja, wir haben jetzt den ersten Boss besiegt und sind im gefluteten Gefängnis angekommen. Den Dash haben wir uns bereits geholt. Also von hier links. Doch links. Wir können damit jetzt unseren Weg weiter fortsetzen. Ja, und eben. Wir hatten auch eine Zwischensequenz, in der man gesehen hat, dass Toad in seiner Vergangenheit eben Captain der Heiligen Ritter war, also Sauls Stellvertreter. Und er sich schon damals ziemlich früh von seiner Familie, vor allem von seinem Vater, abgewendet hat. Warum das so ist, das werden wir auch noch erfahren. Jetzt aber erst einmal müssen wir uns durch die wilden Würmer und blaue Blobs kämpfen, die sich ja freundlicherweise aufteilen. Lassen wir noch mehr Zeug geben. So, Schalter betätigen. Und dann haben wir es hier hochgeschafft. Genau, für solche Stellen brauchen wir halt eben den Dash. Oh, Giftspucker. Giftspucker sind nervig. Vor allem, wenn sie uns vergiften, wie jetzt gerade. Und wir haben eine schwarze Kettenrüstung bekommen. Was macht die denn Schönes? Ah, wehrt Klingen ab, aber ist nicht effektiv gegen Wuchtschläge. Was in dem Spiel wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, weil die Gegner alle möglichen Attacken drauf haben. Wow. Diesen blöden Gift sollten wir mal ausweichen, vorsichtshalber. Ja. Ach, das war Level Up, kein Vergiften. Das war Vergiften. Und da sind schon wieder diese Krebse. So, hier unten gibt es nichts. Das ist nur das Auffangbecken. Und ja, hier lang geht, können wir noch nicht weiter, weil wir noch nicht den passenden Gegenstand haben. Wow. Du machst ordentlich Schaden, wenn du groß und böse bist. Und du bist einer dasselbe nochmal in Rot. Nein, das war falsch. Wow. Na, Gott sei Dank, er ist tot. Und wir können die Dämonenstatue aktivieren. Kurz speichern. Bleib genau, wo du bist. Oh ja, jetzt kommt der nächste Mini-Boss-Fight. Und da haben wir Hugo, Toads Bruder. Das erste Zusammentreffen. Du bist bereits in Reichweite meiner gesamten Magie. Ich würde vorschlagen, du leistest keinen Widerstand. Hm. Es ist auch schön, dich zu sehen, Hugo. Du bist wirklich groß geworden. Ich wollte es nicht glauben, aber die Ritter haben wirklich die Wahrheit gesagt. Lass deine Waffen fallen und nimm die Hände über den Kopf. Du weißt besser als alle anderen, wie mächtig die Augen von Fact sind. Ah, ja, das tue ich.
Und ich sehe, du hast nicht nur eins, sondern zwei von ihnen unter Kontrolle. Du bist also ein talentierter Magier. Spar deine leeren Komplimente. Lass einfach deine Waffen fallen. Ansonsten bin ich dazu gezwungen, zu tun, was Vater wollte und dich zu töten. Wie Vater es befohlen hat? Bist du nicht hierher gesendet worden, um die Göttinnen zu finden? Natürlich war ich. Aber bevor ich ging, gab Vater mir noch eine andere Mission, die ich erfüllen sollte. Eine geheime Mission. Eine Mission, den Verräter zu suchen, der Is, der unsere ganze Nation betrogen hat und seine elende Existenz zu beenden. Ich verstehe. Ich bin überrascht, dass Vater überhaupt von mir weiß. Aber wenn das wahr ist, warum hast du mich dann nicht angegriffen? Hast du nicht den Befehl, mich zu töten? Na. Ich nehme dich in Gewahrsam. Ich töte dich, sobald ich alles gehört habe, was ich wissen muss. In anderen Worten, folgst du Vaters Befehlen blind. Du willst wirklich nicht alles nochmal durchdenken? Was? Oh, hast du? Na, das ist okay. Komm und hol mich. Aber ich denke nicht, dass du es drauf hast. Du wartest auf eine Gelegenheit, dass ich etwas sage, das mich als Wörter hinstellt. Oder im Kurzen, du versuchst dich selber aus der Verantwortung für deine eigenen Aktionen zu bringen. Aha. Du hast gut reden. Nach allem, was passiert ist, nachdem, was du geworden bist, du bist kein Bruder für mich. Du bist nur ein verdammter Verräter. Und du hast den Namen Feck durch den Dreck gezogen. Zum letzten Mal. Du hast unser Zuhause bei der erstbesten Möglichkeit verlassen und dich nie wieder gezeigt für Jahre. Und du denkst, du kannst mich belehren? Hugo? Wenn du unbedingt sterben willst, bin ich froh, dir zu helfen. Für was sind Brüder denn sonst da? Ich werde Vaters Befehle hier gleich erfüllen. Ich werde dein Fleisch für den Knochen brennen, du Bastard. Ja, und da müssen wir gegen Hugo kämpfen. Ein ziemlich interessanter Kampf eigentlich. Vor allem, wenn wir nicht aufpassen, wenn er Bomben legt. Wow. Sein Schild ist schlimm, aber seine Bomben sind schlimmer. Bei seinem Schild müssen wir bloß aufpassen, wenn es zerspringt, dass wir ihn gleich angreifen und nicht die von den Bomben stehen. Wow. Und den Blitzen ausweichen, wenn er welche schleudert. So, jetzt können wir gleich unsere Dämonen aktivieren, sobald sein Schild gebrochen ist. So, dann können wir ihm ordentlich eine verpassen. Oh, der ist im Fuß gegangen. Das ist nicht gut, weil jetzt hat er vier Augen. Oh. Aber wenn wir uns jetzt keinen Fehler erlauben, dürfen wir ihn eigentlich schaffen. Ja, den Feuerbeam hat er auch noch drauf. So.
Und wir haben nur noch zwei Lebenspunkte, fällt mir gerade so auf. Und da sind wir gestorben. Okay, wir versuchen es nochmal, diesmal etwas taktischer. Wow. Das war nicht taktischer. Das war einfach nur reinrennen. Oh, Biene. Okay, Schild. Jetzt hat er sein Schild angemacht. Und feuert bereits seine blöde Prisma-Kugel da ab. So, Schild ist wieder an. Und neues Schild ist an. Wow. Wieder das Schild angemacht. Und Vorsicht vor der Mine. Okay, er geht jetzt in seinen Boost. Okay, wir stehen noch ziemlich gut dabei. Mit unserem Godspeed machen wir übrigens fast gar keinen Schaden. Oh. Mit der Kugelblitz. Wow. Aua, aua, muss das sein? Das war nicht so gut. Nächster Versuch. Aua, gleich in die Bombe reingerannt. So, macht er sein Schild an. Also ja, als Tor sind sogar die Zwischenbosse ziemlich heftig. Wenn man da nicht aufpasst, oder? Nee, jetzt habe ich die Mine übersehen. Okay, jetzt liegt das gleich zwei. Okay, und geht in den Boost. Wow. Mine ist böse. Ah, das ist doch viel böser. Wieder das Schild angemacht. Oh. Und jetzt müsste eigentlich gefallen sein. Genau, und wir haben ein Level abgekriegt. Verdammt. Verdammt soll es so sein. Du wirst damit nicht durchkommen. Es ist okay, wenn du mich hast. Wie auch immer. Ich möchte, dass du über etwas nachdenkst. Hast du jemals darüber nachgedacht, was es für dich bedeutet, der Nachfolger im Haus Effect zu sein? Hm? Ich habe immer gedacht, das wäre eine große Sache. Und deswegen habe ich mein Geburtsrecht hinter mir gelassen. Ich wäre nicht die beste Wahl gewesen für unser Haus. Aber es ist etwas, was ich tun musste für mich selber. Aber wenn das wahr ist, das ist dann mit dem Betrug
dass du Isis betrogen hast und die Göttinnen und dass du jetzt so aussiehst. Ist das auch etwas, was du für dich selber getan hast? Ja, ist es. Hugo? Hugo, ja. Du. Cadena, Miusha. Es ist lange her, Cadena. Ich muss zugeben, ich habe nicht erwartet, dass du hier bist. Ich habe nicht geglaubt, dass... Ich habe es nicht geglaubt, dass Kalion gesagt hat, dass du dich gegen uns gewendet hast. Wie kann ein großer Held wie du, einer der Beschützer von Is, so weit sinken? Beschützer oder Erlöser? Sehen wir es Erlöser. Ich wollte niemals als Held gefeiert werden. Ich bin nur ein Leichtgläubiger, der sich der Leidenschaft hingegeben hat, sodass ich ultimative Macht erfahren konnte. Wenigstens bist du ehrlich darüber. Also was nun, wirst du gegen uns kämpfen? Wenn du das willst. Aber wenn ihr mir nicht im Weg steht, werde ich keinen Finger an euch legen. Miusha, geh und helf Hugo auf seine Füße. Wir werden uns zurück zur Basis teleportieren. Okay. Wir werden uns nicht in deinem Weg stehen für den Augenblick. Aber das nächste Mal, wenn wir uns treffen, sei besser für den Kampf vorbereitet. Und weg sind sie. Also, ich bin kein Bruder für ihn. Das ist fair. Ich war schon eine ganze Weile außerhalb seines Lebens. Familienprobleme? Wie süß. Ja, da ist Kishkal. Aber bevor wir uns Kishkal zuwenden, mache ich erst einmal einen Cut. Bis gleich.